Hey Leute, kennt ihr schon Maokai Support? Wenn nicht, dann bleibt einfach dran. Ich werde euch so ein paar Grundzügen erklären, wie es funktioniert, was ihr mit diesem Champion erreichen wollt. Und ich werde euch natürlich auch in diesem Video wieder ein Itemset zur Verfügung stellen. Mein Name ist Flotidus und solltet ihr mal Bock haben, dass ich so etwas für euch spiele, schaut in die Beschreibung. Dort findet ihr einen Link zu Twitch rüber und ich bin Montag, Mittwoch und Samstags normalerweise online. Einfach vorbeikommen, Follow dalassen, Hallöchen sagen, ne? Und wenn ihr sagt, hey du, das interessiert mich gar nicht, ich hab Bock auf Guides, schaut euch hier auf YouTube um, da gibt's mehr als genug für euch. Bevor wir wirklich ins Video reingehen, habe ich eine kleine Algorithmusfrage an euch. Wo seht ihr momentan Maokai lieber? Eher auf der Top-Lane, im Jungle oder auf der Support-Position? Schreibt's mir in die Kommentare. Wir wollen zunächst einmal mit den Runen anfangen, denn ich glaube, da kann die ein oder andere noch ein klein bisschen was lernen, wieso, weshalb, warum. Man startet bei Maokai Support tatsächlich mit dem Kometen, denn man möchte über den E-Poke, den man sowieso fährt, auch durchaus den Gegner noch ein bisschen weiter pressuren. Den Kometen trifft man mit der E-Fähigkeit so gut wie immer, da die E-Fähigkeit slowt und man dementsprechend den Poke sicher durchbekommt. Wir gehen weiter über das Mana Flow Band, ist einfach eine stabile Rune. Danach nehmen wir Transcendence mit, ein bisschen Ability Haste ist immer schön, denn dadurch können wir uns ein bisschen zumindest in dem Item-Bild variieren, falls das nötig ist. Und dann haben wir noch Scorch mit dabei, denn wir sind tatsächlich Early-Game orientiert, wir wollen den Gegner poken. Sekundär geht es über Inspiration, wir nehmen hier die Kekse und Cosmic Insight mit. Die einen für Early Sustain oder für ein klein bisschen Gold, falls wir es brauchen. Das andere einfach, weil es eine stabile Rune ist und weil wir Schuhe eigentlich früher haben wollen, als eben die Magical Food uns das gewähren würden. Weiter geht es dann im Endeffekt mit dem Mini-Shards. Ihr könnt mitnehmen, was ihr wollt, sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Ihr könnt ein bisschen AP mitnehmen oder ihr könnt Attack Speed mitnehmen. Geht eine Rüstungsrune mit rein, denn auf der Boardlane wird man häufiger mal gepokt und dann war es das im Endeffekt auch schon. Ihr braucht aber hier keine Cooldown Reduction oder ihr braucht auch keinen Tankweg mitnehmen, denn Maokai Support funktioniert im Endeffekt ganz solide auch offensiv. Zu der Skillung muss ich eigentlich, glaube ich, nicht viel sagen, das gehe ich bei euch jetzt mit On The Fly durch. Wir nehmen einen E-Max, danach einen Q-Max, im Endeffekt kriegen wir dadurch guten Poke auf der Lane und danach halt auch guten Poke wiederum in Teamfights, weil die Q-Fähigkeit dann einen relativ niedrigen Cooldown hat. Kommen wir rüber zum Item-Bild. Grundsätzlich, Spell Thieves ist für euch vollkommen in Ordnung, der Mana-Rack tut euch gut und ihr kriegt euer Gold so oder so recht gut, da ihr mit eurer E-Fähigkeit viel poken könnt. Dann wollt ihr Schuhe haben, nehmt Sorcerer Boots mit. Ihr seid ein offensiver Maokai, nicht unbedingt, weil ihr reinspringt und den Gegner CC't und verprügelt, sondern einfach, weil ihr diesen Sorcerer-Schaden habt. Ihr habt diese E-Fähigkeit, die sehr viel prozentualen Schaden mitbringt, senkt ein bisschen die Magieresistenz des Gegners durch diese Schuhe und ihr richtet im Endeffekt mehr Schaden an. Schauen wir rüber zum Mythic-Item. Da gibt es das Imperial Mandate. Dieses Item triggert immer dann, wenn ihr den Gegner slowt oder immobilisiert. Bei Maokai haben wir prinzipiell in jeder Fähigkeit diese Möglichkeit, außer wenn ihr eine E-Fähigkeit nicht in den Busch wirft. Ich glaube, dann slowt sie nicht und dann würdet ihr praktisch auch nicht diesen extra Schaden durchkriegen. Ansonsten arbeitet man mit Maokai sehr viel über die Büsche, über die E-Fähigkeit, die wir da reinwerfen. Da gibt es nichts zu bemängeln. Dieses Item ist perfekt für uns. Und dementsprechend können wir das nutzen, um dann auch den Schaden von unseren Verbündeten zu erhöhen. Mit dem kommenden Patch wird es sogar noch ein klein bisschen erhöht. Da wird Maokai Support dann nochmal einen Funken cooler. Als nächstes Item könnt ihr am besten Demonic Embrace mitnehmen. Es sieht jetzt zwar ein bisschen seltsam aus, weil ich ja davor gesagt habe, ihr geht auf Damage, 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 aber Demonic Embrace gibt euch halt, wenn ihr den Gegner mit einer Fähigkeit trefft und er dann brennt, bekommt ihr in der Zwischenzeit ein paar extra Resistenzen. Das sind 10 Magierüstung und Rüstung für den ersten Treffer und 2,5 für jeden weiteren, solange eben dieser Brandschaden da drauf ist. Das heißt, ihr seid maximal in der Lage, 20 Resistenzen hier abstauben zu können. Und für das, dass Maokai halt dann doch mal rein möchte mit einer W-Fähigkeit, mit einer Q, tun ihm so ein klein bisschen Resistenzen schon ganz gut. Kann man auf jeden Fall mitnehmen. Ihr könnt euch alternativ aber auch hier für einen Tankweg entscheiden, so vielleicht ein Sacred Conversions mitnehmen, denn auch das kann Maokai extrem gut nutzen. Muss man halt nur gucken, ob man jetzt in dieser Runde eher so ein klein bisschen noch einen Hybrid-Tank bauen möchte oder ob man im Endeffekt wirklich so der Sapling-Werfer ist, der die Gegner permanent unter Druck seid. Und solltet ihr eben ein Sapling-Werfer sein, dann nehmt Morellonomicon als nächstes mit, denn nichts ist so geil wie Heal Reduction in dieser Season. Ihr habt die Möglichkeit, bis zu 60%ige Heal Reduction auf den Gegner zu kriegen. Und bei Morello ist es praktisch so, dass ihr nochmal einen Funken Leben bekommt, was halt im Endeffekt auch mit dieser Ich-gehe-rein-Spielstil ganz gut fährt. Und ihr habt gute AP-Werte. Dazu reduziert ihr die Heilung des Gegners, wenn ihr ihn mit magischen Schaden trefft.
Und sollte der Gegner unter 50% sein, bekommt ihr 60%ige Heal Reduction drauf. Das ist einfach geil. Ist im Endeffekt genau das Item, das Maokai haben möchte, denn es bietet Utility und eigene Stats. Danach gucken wir rüber und wir sind ja immer noch ein Supporter am Ende des Tages, also nehmen wir den Steering Wardstone als letztes Item mit. Hier kriegen wir, wenn das komplette Ding dann ausgebaut ist, nochmal 40 Ability Haste, 10% Movement Speed, wir können mehr Wards setzen, ist eigentlich eine coole Sache. Rundet einen Supporter-Item-Build so gut wie immer ab. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Like da, teilt es sehr gerne auch mit euren Supporter-Freunden, die eventuell mal einen Maokai-Support ausprobieren sollen, oder seid ihr so ein bisschen skeptisch? Probiert es doch selber aus und schreibt mir danach, wie es denn war. Ich bedanke mich an der Stelle für eure Zeit und Aufmerksamkeit. Habt einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.